Hallöchen und willkommen zurück zur Sims 400 Baby Challenge mit unseren sieben großen und kleinen Rackern. Wir werden heute einen Ausflug machen und dazu müssen erstmal alle fleißig ausschlafen und so die Grundbedürfnisse erfüllen. Hier wurde lecker Obstsalat gemacht, der schlecht ist. Ja. Kann überhaupt jemand aus dieser Familie gutes Essen herstellen? Ich glaube eher nicht. Es hat die Frage, wo wollen wir denn hinfahren? Wir könnten erst mal gucken, vielleicht in so ein. Haben wir so ein Wellness-Center, wäre vielleicht nicht. Habe ich sowas platziert? Oh, ich weiß das gar nicht. Mal nochmal die anderen. Wie sieht es denn so energietechnisch aus? Okay. Oh, das ist ein. Was seid ihr denn für Ferkel? Wer macht denn sowas? Hier so ein angefressenes. Was ist das? Arme Ritterbrot direkt neben den auslaufenden Klo. Wer macht denn sowas? Wer ist denn so? So, es ist ja noch früher morgen. Oh nein, oh nein. Hast du gepinkelt? Nee, du musst noch. Okay. Irgendjemand, Schneewittchen, wie sieht's aus? Ich würde sie schon gern ausschlafen lassen. Wie sieht's denn hier aus? Ordentlich. Irgendjemand mochte, war doch ordentlich. Du warst doch ordentlich. Warum vergesse ich das immer, wo ich das finde? Hier. Nee, du bist nicht ordentlich. Du bist ordentlich. Reparier das mal. Ich glaube, es hat auch nichts. Sie müsste eigentlich geschickt sein, ich weiß, aber ich dachte, vielleicht hilft das. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht sehr gut aus. Du müsstest vielleicht nochmal duschen. Also ehrlich gesagt, wenn ich im realen Leben sieben Kinder hätte und ich müsste darauf achten, bevor, also vor einem Ausflug, dass alle irgendwie fertig sind, auf Klo gegangen sind, da würde ich ja, da müsste ich den Ausflug, müsste ich ja schon ein Jahr vorher planen, damit dann alle fertig sind. Also mit sieben Kindern ist, ja. Respekt für alle diejenigen Mütter, die sieben Kinder in die Welt setzen. Oder mehr. Oder eigentlich Respekt für alle Mütter, die Kinder in die Welt setzen. Ist es immer. Und natürlich auch Väter. Respekt für alle Menschen auf dieser Welt, die Kinder in die Welt setzen. Ja. Schön rausgeredet. Was macht ihr denn jetzt in diesem kleinen Bad zu dritt? So. So. Ella, du müsstest vielleicht noch mal duschen. Oder baden, je nachdem. Oh, das Schneewittchen ist aufgewacht. Bräuchte nur was zu essen. Okay. Dann gehen wir mit. Irgendjemand könnte hier mal aufräumen. Du. Und Ella geht dann noch mal duschen. Und dann müssten, glaube ich, alle soweit ready sein. Ja, oder baden. Du kannst auch baden gehen. Okay, hat die Tanzfähigkeit erworben. Ach ja, okay. Verstehe. Du badest. Sehr gut aus, sieht sehr gut aus. Du badest und du isst noch und dann können wir ablegen. Ist das hier kaputt?
Ach Leute, was macht ihr denn die ganze Zeit? Repariert das mal bitte, Alexa. Okay. Ein Tisch wäre schön. Wer ruft an? Ach, es ist schon süß, wenn sie so da sitzen und sich unterhalten. Okidoki, ich würde sagen, das sieht gut aus. Du, das sieht auch gut aus. Wir wollen einen Ausflug machen und nehmen mit 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yay! Wissen wir, wohin wir fahren? Ich spule mal vor. Jetzt. Wohin können wir denn einen Ausflug machen? Ich hoffe, ich stürze nicht ab. Ich würde sagen, wir reisen einfach mal. Ich weiß, das wird vielleicht echt anstrengend, aber wir könnten in ein Restaurant gehen. Aber wir haben schon gegessen. Nein, wir machen erstmal die Solarfackel. Ich glaube, wir machen erstmal irgendwie was. Wir können noch ins Restaurant gehen, aber ich würde erstmal. Oh nein, verdammt. Was mache ich denn? Stopp. Es ist 12 Uhr. Wir können ja zum Abendessen irgendwo in ein Restaurant gehen. Und vorher. Ach, ich bin so doof. Vorher machen wir aber irgendwas Aktivitätenmäßiges. Haben wir hier irgendwas? Alte Ruine. Die Inselklippen. Gärten des Chalets. Spukender Landsitz. Oh, hier. Ich glaube, wir gehen ins Schwimmbad. Nicht abstürzen, nicht abstürzen. Ich habe nicht zwischengespeichert. Oh, das war ja ein Fehler. Ja, und da sind wir. Das sieht cool aus. Komm, wir springen jetzt alle nach der Reihe. Sprung für Runde. Arschbombe. Rückwärtssalto. Oh je, die brechen sich doch. Kann man da sterben? Springen. Schwalbensprung. Hier, Zack macht der Arschbombe. So. Oh. Yeah, Schneewittchen. Ah, wie cool. Ich will noch die anderen springen sehen. Ach so, jetzt sind die alle. Oh, wie schön. Hier, Zack. Ah, nee, warte. Charlotte. Kann nicht auf deine Mama springen. Autsch. Wer ist das? Eva Klee. Oh, wie schön das aussieht. Was können wir denn machen? Können wir spritzen? Yay. Hä?
Das war's schon. Können wir noch was anderes machen? Verspielt herumschwimmen. Spitzen. Noch irgendwas? Nehmen wir. Alexa, könntest du nicht deine Badesachen anziehen, bitte? Ah, danke. Emma, könntest du bitte deine Badesachen anziehen? Wieso hat sie denn nicht ihre Badesachen? Ach so. Outfit ändern. Badekleidung. Ah, okay. Ja, so macht man das. Okay. Sieht alles gut aus. Baby hat irgendwie... Ich glaube, das war Baby. Ich will das nochmal sehen. Hier, Schwalbensprung. Mach nochmal den Schwalbensprung. Los, los. Baby, Baby. Oh nein. Das ist gefährlich. Und... Das ist gut. Aber Spaß hat sie irgendwie nicht. Können wir hier noch irgendwie was anderes machen? Nee. Weiß nicht, warum macht ihr das keinen Spaß? Ah, hier kann man noch runtergehen. Ah, hier sind Klos und... Schränke. Aber ansonsten, sie hat auch keinen Spaß. Vielleicht sollte sie auch mal hier schwimmen. Zusammen hier hin schwimmen. Das will ich sehen. Da kommen sie. Ganzen wilden Haie. Das ist eine Familie. Und schwimmen. Das macht dir aber auch irgendwie keinen Spaß. Doch. Schwimmen macht Spaß. Aber auch nicht viel. Wir sollten vielleicht noch mal woanders hinreisen. Es ist jetzt 15 Uhr. Oh, Ben. Komm, wir können ja Mickey? Nee, können wir nicht. Egal. So, Leute, Badespaß ist vorbei. Das kommt einem auch vor wie eine andere Welt, wenn man so lange... in dem Haus war. Das ist echt... Komm. Ist das hier echt so... Oh, es ist so bodend. Es ist alles so farbenfroh. Hallo, Schneewittchen. Ja. Alle kommen mit dir. Ich würde sagen, ich würde gern mal hier hin. So. Und danach gehen wir in ein Restaurant essen. Oje, oje, das wird chaotisch werden. Haben wir aber noch Geld? Ich glaube, wir haben gar kein Geld, um in ein Restaurant zu gehen. 74. Könnte schwierig werden.
Okay, was kann man hier machen? Ihr könntet euch theoretisch mal alle umziehen. So. Bomb-a-wosa. Seine Schuld. Spielen sie erstmal alle mit ihren Handys rum. So, und Dory? Dory? Das ist ein Verbotsschild, Dory. Da darf man nicht hinpinkeln. So, was kann man denn hier Schönes machen? Was kann man denn machen? Ein Feuer kann man machen. Können ja mal ein Feuer machen. Ansonsten irgendwie nicht so weiter, oder? Kommen wir hier nicht rein? Nee, abgeschlossen. Ja. Sieht jetzt nicht besonders aus. Ja. Zusammen hierher gehen. Was können wir denn machen? Benzin spielen, tanzen, tanzen, spielen. Ina. Ach, du gehst in den Busch. Wozu tanzen die eigentlich? Ach, mit Feuer spielen. Oh, aber vorsichtig sein. Sehr ganz vorsichtig. Das ist irgendwie cool. Oh, wie schön wäre es jetzt, wenn wir alle essen gehen können, aber. Leider ist, glaube ich, unser Budget etwas knapp. Oder? Verkauf hier noch ein paar. Ich meine, wir brauchen ja nicht alle. Gott, wie viel brauche ich denn da? Ich will halt nicht alle verkaufen, obwohl. Glaube, das wird erstmal reichen. Und dann gehen wir jetzt alle gemeinsam schön essen. Das hört sich doch gut an. Was ist mit dir? Ist immer noch sehr angespannt. Na, dann spiel doch hier mal ein bisschen im Feuer. Ist halt die Frage, wo wir hingehen. Magst du das nicht im Feuer zu spielen? Okay. Reisen. Ich nehmen wir alle mit. Du bist immer noch sehr angespannt, ich weiß. Na los. Schneewittchen, Schneewittchen. Komm, wir wollen essen gehen. So,
Gott, ich glaube, ich habe noch gar kein Restaurant platziert. Warte, das mache ich mal kurz. Ich glaube. Was nehmen wir denn? Bistro zum tauchenden Pelikan. Ich glaube, das hier können wir uns nicht leisten. Italienische Küche. Das hört sich doch gut an. Oh. Okay. Ich platziere mal eben das Restaurant und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.